aufhalten, damit ich die ganze Erde nicht weggraben muss. Egal. Mann, jetzt muss ich aber aufpassen. Okay, da führt jetzt die Brücke rüber. Sieht ein bisschen bekloppt aus, ne? Ich glaube, da müssen wir noch mal Verschönerungsarbeiten betreiben. Graben wir uns mal so ran hier. Machen so eine Arbeiterplattform. Dann müsste hier... sowas kommen. Damit die Brücke stabil ist. Also die Brücke, ne? Die Brücke. In Rehmagen oder so. Die eine Brücke. Die ist jetzt stabilisiert. Von dieser Seite sieht das ganz cool aus. Die muss ja auch irgendwie in den Fels sich einschmiegen. Das ist ja ganz wichtig eigentlich. Das ist ja das Wichtigste überhaupt, dass sie sich einschmiegt in den Fels. Ja, super. Und so. Und dann muss hier noch einiges an Erde weg. Oh, na toll. Ich dachte, ich habe schon genug weggemacht. Nö, nö. Wie war das? Brücke mit Überbreite? Ich glaube auch hier. Mann, LKW, fahr schneller, du blöde Sau. Mach hier nicht alles laut. Das ist ekelhaft. So, okay, das... okay, okay, das ist schon mal okay. Okay, okay, das ist okay. Ne, okay, okay. Nicht runterspringen. Das wäre irgendwie nicht okay. Muss man das jetzt von innen auch machen oder sieht das bekloppt aus sonst? Das sieht ein bisschen bekloppt aus. Ja, dann muss ich das ja von innen auch machen. Och man, oh, das hat ich doch gar nicht vor. Naja, gut. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Wir müssen da sowieso noch mal irgendwie runter. Sieht nämlich total bescheuert aus. Mit dem, meine Fresse, ey. Ich glaube, ich mache mir für da unten ein Wasserbad, damit ich, wenn ich runterfalle, nicht tödlich falle. Okay, der olle Vorsprung hier, den kriegen wir nicht ohne weiteres weg. Wobei doch. Nein, doch, nein. Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Soll aber auch nicht unbedingt sein. So, wir müssen jetzt da oben ran. Bauen wir da noch ein Klo... ja, da nicht, aber hier kommen noch ein paar Serviceklumpen hin. So, dann kommt die olle Erde hier mal weggegraben. Ne, kommt nicht weggegraben, doch. Muss alles weg. Sorry. Du musst weichen und du musst weichen. Und du musst auch alles weichen. So, das muss alles weg. Das ist weg. Das ist gut. Und dann müsste hier... ja. Vielleicht da in der Mitte noch einen. Dass es so aussieht, als ob der hervorragt und die Brücke nochmal extra stützt. Und da vielleicht auch noch einen. Jetzt sind noch meine Steine alle. Na super. Und jetzt sieht das auch gar nicht total bescheuert aus. Scheiße. Gut, dann doch nicht. Ich habe mir anders überlegt. Komm zurück. Das ist jetzt blöd. Naja, gut. Okay, das geht erstmal. Okay, dann sneaken wir jetzt schnell zurück, bevor die ersten bösen Monster uns hier von der Brücke schießen. Alter, wenn jetzt ein Skelett kommt und uns hier runterschießt, ne? Dann ist leck. Oh Gott. Hab ich mich eben erschrocken. Skelett. Ich sehe dich. Geh mir aus meinem Weg. Nein! Schnell schlafen.
Tür ist noch offen, das ist ein bisschen suboptimal, das könnte sich als problematisch herausstellen. Nein, könnte es nicht. Gott sei Dank sind die Skelette zu allem zu dumm. Ah! Was willst du hier drinnen? Verbiss dich! Alter, what the fuck? Skelett, ey. Brauche ich doch gar nicht. Ich hab doch genug zu futtern. So, jetzt kommt das eiserne Porkchop, das kann da auch drinnen bleiben. So, das, nee, die Äpfel muss ich mitnehmen. Die futter ich doch jetzt auf, Mann. Hast du gar nichts verstanden, oder, ey, komm klar mit deinem Leben, ey. Nam. You can only sleep at night. Ich wollte gar nicht schlafen. Blödes Bett. Das zieht mich in seinen Bann. Ah. Habe ich jetzt eigentlich noch Steine eingeschmolzen da oben? Ich weiß es auch nicht. Da oben könnte es gut sein, dass ich... Oder da... Da hinten vielleicht? Nein. Da ist irgendwie Holz drin. Ich sehe vielleicht... Ich hätte vielleicht doch nicht so viele Öfen machen sollen. Ich brauche gar nicht so viele. Aber in dem Moment hatte ich halt ein großes Bedürfnis an Öfen. Deswegen habe ich halt so viele gebaut. Können wir irgendwie auch noch in unsere ganzen verschiedenen Stationen alle mitnehmen. Ich brauche Steine für die Brücke. Steine. Allgemein müsste ich hier eigentlich... Ja. Hier würde eigentlich... Da würde ich, glaube ich, noch so einen reinsetzen und dann hier Cobblestone. Ja. Ja, das... Oh ja, das ist richtig. Das kann ich ja mal ausprobieren, wie das aussieht. Da und da Koppel. So von der Koppel, ne? Koppelsteine. Du und du. Ne, das sieht bescheuert aus. Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich das machen müsste dann. Damit es nicht ganz so bekloppt aussieht. Okay, ich habe eine Idee. Ist schon okay. So. Da und da und dann da den darauf. Dann müsste da eigentlich auch noch einer hin. Ja. Damit man nicht in den Tod läuft. Jetzt kommt man auf die Brücke gar nicht mehr hoch. Das ist ein bisschen doof. Okay, ich brauche Steine. Dann müssen wir wohl wieder in die Mine und ein bisschen tiefer graben. Da ist auch Gravel, den brauchen wir ja auch noch für den Weg. Steine? Nö, Mist. Keine Steine. Oh Mann, oh. Oder soll ich so ein Stone Bricks? Ich hab's, nein, lieber nicht. Steine. Ich muss mir noch eine Eisenspitzhacke. Dann müssen wir da runter in die eiserne Mine. Ja, wieder auf die Truhe, sehr gut. Die Truhe ist immer wichtig. Tolle Truhe. Du, 1, 2. Ja, genau. Wieso habe ich die Buttons eigentlich mit? Ich brauche die doch gar nicht. Spitzhacke, den Stick brauche ich nicht, die Dinger brauche ich nicht, die Irons brauche ich nicht, den Button brauche ich nicht. Die Fences habe ich auch viel zu viele, den Sand brauche ich sowieso nicht. Den Gravel nehme ich mal mit. Würde ich ja sowieso abbauen, ja, eine neue. Ach, ich brauche ja auch eine neue. Ach, ich habe noch 2 Sticks. Wo kommen die denn her? Einen darf man mal mitnehmen. Na, komm mal her. So. Na, ja, wieder so. Ich glaube das nicht. So, jetzt habe ich da... Hallo! Hast du meine Pilze gegessen und bist deshalb gestorben? Du sollst doch nicht meine Pilze essen. Die bekommen die gar nicht. Wollte ich die Nummer sagen. Ah ne, ich brauche die Stone, der ist sowieso hierfür. Das heißt, das ist auch egal. Okay. Grabbel. Na, ah, Grabbel. Ja, okay. Alle. Neue Shovel. Shovel. Lalalalalala. Oh, hoffentlich hört man das Flugzeug jetzt nicht, jetzt wo der Pegel hoch ist. Das war ja beim niedrigen Pegel das nicht das Problem, dass man Außengeräusche gehört hat. Zumindest nicht so viele. Aber jetzt kommt noch eins, ja, also ich wohne direkt am Flughafen, falls manche Leute das noch nicht wissen.
Beziehungsweise nicht direkt am Flughafen, aber sie fliegen hier genau rüber. Ist auch noch so ein Übungsflughafen, wo ständig irgendwelche Piloten ausgebildet werden, die hier... Ups, ich bin viel zu tief. Ich fliege nur 50 Meter über das Haus rüber mit meinem Jet. Aber ich mache schon mal Schallgeschwindigkeit. Was ist das für eine Höhle? Auf jeden Fall haben wir genug Gravel für den ollen Weg. Glaube ich zumindest. Hoffe ich. Jetzt muss ich mal... 64 Gravel, ah, 2 Stacks fast, das reicht jetzt. Ich habe keine Stufen mitgenommen. Was? Was ist das denn? Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Ich springe hier hoch. Hüp, 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 hüp. Wo sind meine Stufen? Da sind meine Stufen. Stufen, Stufen, tralala. Ach nee, warte, falsches... Nee, doch, ist richtiges Spiel, aber irgendwie falsches Objekt. Man besinkt keine Stufen. So etwas tut man einfach nicht. Man sinkt höchstens mit Stufen. Es war eine Stufe tiefer auf der Niveauskala oder so ähnlich. Aber mehr tut... What the fuck? Habe ich dich da so rangeklatscht? Habe ich dich da so rangeklatscht? Nein, habe ich nicht. Brave Stufe. Stuckerstufe. Stucker, Stuckerstufe. Brave. Sag mal. Das ist ein bisschen suboptimal hier alles. Es funktioniert jetzt noch nicht so, wie es sollte. Hä, ich hab... Sag mal... Bist du bescheuert? Kann man jetzt keine vernünftigen Stufen mehr platzieren? Also Notch, das ist jetzt nicht der... Sag mal, willst du mich verarschen? Ich platziere dich jetzt da ganz oben. Hä? Alter, ne? Immer von unten? Ja, jetzt geht's. Mhm. Man muss ja so von unten da irgendwie ranklatschen. Alter, was ist das für ein Blödsinn mit den Stufen hier gerade? Ich sehe das gerade nicht ein. Na gut. Na gut. Na gut. Okay, die kann ich so platzieren. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas. So, dann muss ich hier sowieso erstmal alles weg. Damit die unterste Stufe auch noch eingebaut werden kann. Oui, oui, die Stufe. Très bien, très bien. So, hier ist die unterste Stufe. Die unterste Ebene. Das ist absolut nix. Naja, absolutes nix ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Mit der Untertreiberei, ne? Das ist ein wenig... Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal wieder Steine, Steine, Steine. Alter, das Skelett geht mir so ein bisschen auf den Sack, ne? So, Spitzhacke im Arsch. Tut bestimmt weh, wenn man so eine Spitzhacke im Arsch hat. Ich frage, das mit dem Stiel oder mit dem spitzen Ende zuerst? Da, scheiße. Ja, das ist auch ein bisschen alles, ne? Verstehen Sie? Wäre vielleicht cooler gekommen, hätte ich da innen drinne die Treppen gebaut, ne? Und nicht hier, also in der Wand drin und nicht hier so außenrum. Das wäre bestimmt besser gekommen. Hätte weniger Platz gekostet auf jeden Fall. Ach egal. Ist doch egal. Hey, wir haben's ja. Ich müsste eigentlich nur so ein mega komplexes Redstone-System hier reinzimmern, mit dem wir dann die ollen Lampen an- und ausschalten könnten, dass wir nachts hier die ganze Wand mit Lampen erleuchtet hätten. Das wäre möglich, aber bestimmt ein bisschen zu schwierig. Das kann ja der Herr Just beim nächsten Mal machen. Sich da mal was ausdenken. Da muss er bestimmt die Hälfte dessen, was ich gebaut habe, wieder rausreißen. Aber vielleicht kriegen wir dadurch mehr Steine. Mehr Steine. Ihr Schweine, ich will mehr Steine oder so ähnlich. So, und Ebene für Ebene buddeln wir uns hier jetzt nach unten. Also dieses Ebenen sind schon wieder ein Flugzeug. Verdammte Scheiße, Mann. Alter, Flugzeug und so, ne? Ja. Kannst dich bitte beeilen, flieg mal ein bisschen schneller. Vielen Dank. Es kommt bestimmt noch gleich das zweite. So wie ich die kenne. Na? Na? Noch eins? Na? Nee. Sowas. Verstehe ich ja gar nicht. Normalerweise starten sie immer zu zweit, weil sie alleine nicht fliegen können, weil sie Angst haben. Hm. Okay, er fliegt eine Runde.
Das hört man auch. Ja, wenn man jahrelang hier wohnt, dann hört man schon, wie die fliegen. Da muss man gar nicht mehr sehen, wie sie fliegen. Da weiß man das einfach.